Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zur Sternzeichenlegung Stier für den Monat Dezember 2024. Ja, wenn du die Sonne im Stier hast in deinem Geburtshoroskop oder den Mond oder den Aszendenten, dann bist du hier genau richtig und ja, hoffe, dass du hier ganz, ganz viele schöne Impulse für dich mitnehmen kannst und somit auch gut gestärkt in das Jahr 2025 starten kannst. Ich gehe tatsächlich sehr schwer davon aus, dass wir 2025 durchaus ein sehr besonderes Jahr haben werden. Ich meine, du kannst kein Jahr mit dem anderen vergleichen im Grunde genommen, aber der Punkt ist, dass 2025 numerologisch, und du weißt, dass ich ausgebildete Numerologin bin und dass ich damit arbeite, dass ich Persönlichkeitsanalysen erstelle und die Zahlen tatsächlich meinen Alltag immer wieder und neu und permanent bereichern. Und natürlich auch alles, was ich tue, begleiten. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und nächstes Jahr, 2025, haben wir ein Neunerjahr. Ganz einfach deswegen, weil 2 plus 2 plus 5 9 ergibt. Und warum sage ich, dass es ein besonderes Jahr sein könnte, wovon ich tatsächlich ausgehe, ist, weil die 9 die letzte einzelne Zahl ist. Und die 9 ist immer der Abschluss eines Zyklus, eines längeren, eines großen Zyklus, und zwar dem von 1 bis 9. Und das heißt, es werden Dinge abgeschlossen, es werden Dinge, ja, beendet. Und dann kommt als nächstes natürlich eigentlich die 10 und die 1, das heißt das Jahr drauf. Da geht es auch natürlich stark in den Wandel und in eine Erneuerungsenergie. Die 9 sagt, ich beende etwas. Das heißt, nächstes Jahr könnten wirklich viele Dinge beendet werden und natürlich dann gleichzeitig neue auftauchen, das ist ganz klar. Und da kann ich jedem auch nur empfehlen, wenn du zum Beispiel persönlich in deinem ganz persönlichen Neunerjahr bist, und das errechnet sich, indem du dein Geburtsdatum nimmst, also du nimmst die Zahlen einzeln von deinem Geburtsdatum und rechnest dann anstatt die 1900 hinten dran oder je nachdem, wenn du in 2000 geboren bist, dann rechnest du jetzt 2024, wenn du in diesem Jahr bereits Geburtstag hattest. Das heißt, deine einzelnen Zahlen zusammen und dann mit einer 8, weil 2024 eine 8 ergibt. Das rechnest du alles zusammen und rechnest das so lange zusammen, bis du eine einzelne Zahl bekommst. Und wenn das eine 9 ist, das kann natürlich auch eine 8 sein, das kann eine 2 sein, das kann alles sein. Aber wenn es eine 9 ist, dann bist du aktuell in deinem ganz persönlichen 9er-Jahr. Und das 9er-Jahr sagt eben, schließe mit Dingen ab. Hier geht es nicht um einen langfristigen Neubeginn. Also sei bitte vorsichtig, wenn du in deinem 9er-Jahr plötzlich die Idee bekommst, ein Auto zu kaufen. Weil es könnte sein, dass dieses Auto nicht wirklich lange hält oder ja, irgendwas damit ist, weil die 9 grundsätzlich den Abschluss darstellt im Sinne von, hier ist etwas fertig, Ende aus, Mickey Maus, vorbei. Ja, und ja, das geht auch zum Beispiel Chef so, wenn sie Menschen einstellen in einem 9er-Jahr, in ihrem 9er-Jahr oder beziehungsweise in dem 9er-Jahr des anderen, des Bewerbers, so rum, dann kann es sein, dass der nur kurze Zeit bleibt. Das ist die Energie der 9. Das muss nicht immer was Schlechtes sein, weil wenn du sagst, ich brauche nur kurzfristig mal ein Auto, ich brauche nur kurzfristig mal jemanden, den ich hier für diesen Job habe oder den ich brauche für diesen Job, dann ist es ja völlig okay. Es ist auch nichts, wovor man Angst haben sollte. Also wenn du im 8er-Jahr etwas bereits beschlossen hast, zum Beispiel nächstes Jahr, und das ist nach deinem Geburtstag, und dann bist du im 9er Jahr, also nächstes Jahr kaufe ich dieses Haus XY. So, hast du das ja jetzt schon beschlossen, jetzt ist es schon Ding festgemacht und dann ist die Umsetzung nach einem 9er Jahr, das ist überhaupt kein Problem. Nur wenn du direkt in einem 9er Jahr etwas neu beginnst. So, jetzt haben wir das Thema mit dem Kollektiv, ne? Das 9er Jahr Kollektiv. Also da bin ich super gespannt, was sich 2025 zeigt. Viele erzählen ja zum Beispiel auch was über, dass der digitale Euro kommt Ende des Jahres. Dass, ja, ach, es gibt so viele Sachen, ich will da gar nicht drauf eingehen. Ich will lieber Karten legen. Ne? So, also sind wir alle mal gemeinsam gespannt. Aber jetzt haben wir die Stierlegung, Sonne, Mond, Aszendent, Stier. Und wenn das in deinem Horoskop ist, wie gesagt, dann ist das deine Legung. Ich bin mal gespannt, was wir hier für Energien bekommen. Also für den Monat Dezember 2024. Ja, ho, 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 sage ich nur, ne? Okay, Stier, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat Dezember. Was ist hier die Botschaft? Monat Dezember, Stier, Sonne, Mond, Aszendent. Was ist hier die Botschaft für die Stiere? Sonne, Mond, Aszendent, Stier, Dezember 2024. Upsala, 3 haben wir schon. Dann möchte diese hier, die muss ich nur kurz noch ein bisschen, ist das eine oder sind es zwei? Nein, das sind zwei, ich will die obere. So, und
Diese hier. So, jetzt haben wir 5 Karten. Bin froh, dass es nicht wieder 6 geworden sind, wie bei der Widerlegung. Okay, also, am unteren Kartenrand schaue ich wie immer zum Schluss. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die einzelnen Karten an. Wir fangen an mit dieser Karte hier, die 6 Stäbe. Jawollo. Ja, ich würde mal sagen, ihr Stiere, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal ein, ja, ein Sieg, ein Durchbruch, ein Anerkennen, ein Erfolg. Ist richtig, richtig klasse. Wir haben hier Jupiter oben mit am Start, wenn du das siehst. Dum, dum, genau. Und ja, und das heißt Glück, großes Glück. Also das geht ja schon mal sehr, super gut los hier bei euch. Dann gucken wir nochmal weiter, was haben wir noch? Wir haben The Prince of Candles. Das ist hier in diesem Kartendeck der Prinz. Ich muss das mal, glaube ich, ein bisschen so hinhalten, sonst spiegelt sich meine Kamera hier. Also der, das ist der Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe, das ist ein Powerritter, weil der hat Feuerenergie. Stäbe sind ja Widder, Löwe, Schütze-Energie. Also hier ist eine Power am Start, hier ist ein Unternehmen irgendwie in irgendeiner Form. Ich guck mal weiter, weil so alleine bringt man das jetzt nicht. Jetzt haben wir noch die 7 Schwerter. Dann haben wir die 7 Münzen und wir haben noch die 3 Münzen. Okay, ja. Also, ne, der Sieg, die 6 Stäbe, das ist wirklich der Sieg im klassischen Deck. Ist das jemand, der hat einen Lorbeerkranz auf, der sitzt auf dem Pferd und alle bejubeln ihn und so weiter. Also das ist wirklich eine Jubelkarte, schöne Energie. Da ist irgendetwas sehr erfolgreich gelaufen und du freust dich und bekommst auch Anerkennung und Lob. Sehr, sehr schön. Das ist ja das eben im Positiven. Die 6 ist in der Numerologie die Karte der Selbstfürsorge, der Selbstliebe, des Mutes, aber auch der Kraft, der meisten Kraft, weil die 6, die kann wirklich für 3 arbeiten und ja, bekommt halt oft nur für 1. Also da geht es immer ganz gut drum zu lernen. Selbstliebe heißt auch Grenzen setzen, weil wenn du leer gelutscht bist, dann kannst du auch nichts anderes mehr geben. Also insofern ist es hier wichtig, dass man einfach mal schaust. Ja, hier hat sich irgendwas ausgezahlt oder hier wird sich etwas auszahlen, hier kommt ein Erfolg, in welcher Hinsicht das für dich auch so sein mag. Dann haben wir den Ritter der Stäbe, also hier haben wir wieder die Stab oder immer noch die Stabenergie und der Ritter, sagte ich schon, das ist allerdings auch der Ritter der Ungeduld, ne? Der ist auch bereit für seine Ziele durch die Wüste zu gehen, also Entbehrungen auf sich zu nehmen. Also der hat einen ganz starken Willen, bei dem brennt lichterloh das Herz für etwas Bestimmtes, was er erreichen möchte, wo er ankommen möchte. Und mit dieser Power ist er da unterwegs. Also wenn du mit dieser Kraft unterwegs bist, ist das natürlich großartig. Es kann ja sein, dass durch diesen Sieg du noch neue Ziele hast, erweiterte Ziele, größere Ziele. Wenn du sagst, wow, das nehme ich mir jetzt als Basis und ja, jetzt baue ich das weiter aus und jetzt gehe ich da weiter und jetzt mache ich mein Projekt und jetzt mache ich die Selbstständigkeit und jetzt mache ich XY, was auch immer. Dann haben wir allerdings die 7 Schwerter und das finde ich hier einen guten Hinweis, dass du bitte dann aber darauf achtest, dass du nicht mit krummen Mitteln arbeitest, das ist das eine. Also, dass du nicht versuchst, irgendwie aus lauter Begeisterung, ach ja, den zweiten Schritt vom ersten zu machen, mach die Dinge hübsch der Reihenfolge nach und versuche nicht zu schummeln. Und sei ehrlich zu dir, weil die 7 Schwerter ist die Karte der Authentizität oder besser gesagt des Mangels an Authentizität. Im klassischen Deck geht da der Kollege da in das feindliche Lager und klaut da 7 Schwerter und versucht dann halt unerkannt damit davon zu kommen. Also hier geht es dann darum, dass du ehrlich zu dir bist, dass du dir auch etwas eingestehst, möglicherweise, dass die Dinge gar nicht so schnell gehen, wie du es gerne hättest. Denn daneben haben wir ja die 7 Münzen und das ist ja die Karte der Geduld. Die sagt, hier sind die Samen gesät und jetzt brauchst du bitte ein bisschen Luft und Atmen und Geduld und so weiter. Ein bisschen erstmal vielleicht einfach mal auf die Hollywood-Schaukel setzen, weil die Samen gehen auf dann, wenn es soweit ist, aber nicht, wenn du das jetzt willst. Also ne, die Feuerenergie, die ist natürlich nicht so wirklich mit Geduld gesegnet, aber sie hat halt unglaublich viel Antriebskraft und sie hat viel Durchsetzungskraft. Und bei der 7-Münzen-Karte ist es halt, ey, halt die Bälle flach, bleib entspannt, weil das bringt ja auch nichts, wenn du einen Samen säst und dann alle 3 Tage nachschaust, ob da schon was passiert ist, sondern da wartest du auch, bis sich dann das Pflänzchen an der Oberfläche zeigt. Also hier geht's drum, sei ehrlich zu dir, nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Bedenke bitte alles, was dafür nötig ist und geh auch in die Details. Und dann hab bitte Geduld, weil die Geduld wird sich auszahlen, die drei Münzen. Also du hast vielleicht ein Projekt jetzt hier und du bist da alleine unterwegs und jetzt geht es darum, dich zu entspannen. Wenn du sagst, ich brauche aber für dieses Projekt mehrere Menschen, ich brauche hier Leute, die mich da, die mir helfen, weil ich kann Buchhaltung nicht, ich kann dafür gärtnern. So, ich gärtner also und ich kümmere mich darum und dann brauche ich jemand, der mir die Buchhaltung macht, weil da bin ich echt eine Null und da ist jetzt keiner. Dann hab bitte Geduld, weil es ist sehr gut möglich, dass derjenige kommt. Denn mit den drei Münzen haben wir die Karte der Teamwork. Also das heißt, da arbeitet man zusammen, da hat man Unterstützung. Da ist man nicht alleine, ja. Und das kann auch sein, dass es manche Menschen dann nur temporär in dein Leben spült. Und es kann sein, dass es wirklich ein Team ergibt, wo ihr langfristig was aufbaut. Es kann natürlich auch sein, dass hier in Sachen zum Beispiel, wenn wir im Privatleben sind, in der Familie sind, dann kann es sein, dass hier wirklich auch ein Durchbruch passiert ist. Vielleicht habt ihr Dinge geklärt und vielleicht geht ihr jetzt gemeinsam auf ein höheres Level und ihr seid auch bereit wirklich, weil ihr so eigentlich doch so gut zusammengeschweißt seid, seid ihr auch bereit, wirklich lange Strecken zu gehen, das Ding auszuhalten und so, ja, und halt weiterzugehen. Ja, und aber auch hier eben ganz wichtig, sei ehrlich zu dir selbst. Ist es wirklich das, was du willst? Oder vielleicht kommen jetzt auch gerade mal die Dinge ans Tageslicht, die du bisher noch nicht ausgesprochen hast, wo du noch nicht ehrlich warst. Vielleicht ein ganz offenes Gespräch, ja, und das sind auch Samen, die man sät. Und dann darf man auch warten, abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es sieht hier wirklich ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, was haben wir am unteren Kartenrand? Dezember ist natürlich auch immer das Fest der Liebe, ne, von Weihnachten und hast du nicht gesehen. Hier haben wir 6 Kelche. Interessant. Die 6 Kelche, das ist ja immer der Blick in die Vergangenheit und der wohlwollende Blick in die Vergangenheit. Also Kelche haben wir mit Gefühl. Da haben wir natürlich, wie gesagt, in dem klassischen Deck haben wir die... Ich wollte wirklich erst das klassische Rider-Waite-Smith. Smith-Deck nehmen, also quasi dieses hier. Es kommt aber noch zum Einsatz. Auf jeden Fall ist es so, dass die 6 Kelche, da geht es darum, dass du mit deiner Vergangenheit Frieden machst, dass du wirklich der wohlwollende Blick in die Vergangenheit heißt natürlich, da sind die Dinge bereinigt. Also vielleicht gibt es Dinge aus deiner Kindheit, die du jetzt mit deinen Eltern bereinigst. Vielleicht gibt es Dinge, die du mit deinem Partner bereinigst, die schon sehr alt sind. Und grundsätzlich können wir ja sowieso sagen, dass die Dinge, die wir so erfahren, mit unseren Emotionen, wenn die da getriggert werden und so weiter, dann sind die eh alt. Also es gibt hier nichts Neues mehr. In der Numerologie sehe ich das, in der Analyse sehe ich das. Du hast alles mitgebracht. Deinen Namen hast du dir ausgesucht und das waren nicht deine Eltern, sondern das hast du auf Seelenebene gemacht. Warum kann ich das behaupten? Ganz einfach, weil man anhand deiner ersten beiden Buchstaben vom Vornamen nämlich deine Kindheit erkennen kann. Und das wusste niemand zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und die Analysen bestätigen mir ja immer wieder, dass es wirklich so ist. Also du hast dir diesen Charakter, der deinen Vorname repräsentiert, mitgebracht. Du hast dir den Familienstruktur ausgesucht, den Familiennamen, weil da steckt natürlich die ganze Ahnenkraft und so weiter drin. Und natürlich auch Aufgaben und auch Blockaden und so weiter und so fort. So. Und ja, deswegen, du hast alles mitgebracht und jede Wut, jede Trauer, alles ist alt. Und wir sind ja auch jetzt hierher gekommen, damit wir diese Dinge erlösen, oder? Viele sind ja dabei und sind dabei, wirklich, wirklich endlich Tabula Rasa zu machen mit dem alten Kram. Aber hier sieht's gut aus. Es sieht wirklich gut aus, dass hier was Altes gelöst wird, dass dann das Ganze mit dem Blick in die Vergangenheit harmonisch ist, also wie gesagt wohlwollend. Und das ist Sinn und Zweck der Übung hier, dass hier etwas, ich vermute mal, ja, es hat für mich hier etwas mit den 7 Schwertern zu tun, mit der bisher nicht vorhandenen Ehrlichkeit. Also vielleicht ermutigt dich ja auch diese ganze Konstellation hier mit den 6 Stäben wirklich in die Ehrlichkeit zu gehen. Die 7 ist ja tatsächlich im Positiven, die will Geheimnisse aufdecken. Die hat mit Lügen nicht wirklich was zu tun. Die hat nichts damit am Hut, wollte ich sagen. Die 7 ist extrem tiefgründig. Die 7 ist keine oberflächliche Zahl. Die ist die heiligste Zahl, die es gibt. Und dementsprechend ist die 7 halt natürlich durchaus auch eine sehr besondere Zahl. Ja, und die 7 halt, wie gesagt, die 7, die gründet in der Tiefe und die kann Unehrlichkeit tatsächlich nicht ausstehen.
Dementsprechend ist es hier wichtig, dass wir eben diese ganze Geschichte, diese Unehrlichkeit, diese Nicht-Authentizität hinter uns lassen. Im Minus ist tatsächlich die Chef, wenn der Chef, die Chef. Okay, ich sollte vielleicht mich mal kurz ein bisschen fokussieren, hier konzentrieren. Im Minusbereich ist die 7. Wenn ein Chef Typzahl 7 ist zum Beispiel, oder er hat viele Siebenen in seinem Geburtsdatum, oder ist eine 7 als, hat eine 7 als erste Zahl im Geburtstag, und er ist sehr, ich sag mal ganz, ganz platt, sehr dreidimensional unterwegs, also sehr in der alten Welt, sehr mit Leistung und dies und das und jenes und der schönste und größte BMW, Mercedes, Ferrari, was der Geier, was die Yacht. Wenn diese Dinge für ihn zählen und wenn Hauptsache Karriere und Erfolg für ihn zählt, dann kann er ein sehr eiskalter Chef sein und sehr unangenehm. Wenn es ein erwachter Chef ist, dann ist er in der Tiefe jemand, der sich nur aus sich selbst herausleiten lässt, der weiß, dass die Instanz, die ihn leitet, in ihm ist und nicht, dass er im Außen was sucht. Also es gibt immer Plus und Minus, natürlich von den Zahlen. Und im Positiven heißt es wirklich auch, ich gebe jetzt die Nicht-Authentizität auf, ich bin ehrlich, ich bin offen und ich stelle mich den Dingen. Ja? Und dann habe ich Geduld und bin entspannt. Das ist doch ganz prima, weil das positive Ergebnis lässt ja nicht auf sich warten. Wunderbar. So, jetzt kommen wir mal zu dem Deck hier. Was ist denn im Verborgenen, was wirkt dennoch? Was ist im Verborgenen, was wirkt dennoch für die Stiere hier im Dezember 2024? Sonne, Mond, Aszendent Stier, Dezember 2024. Stier, ups, Sonne, Mond, Aszendent, Monat, Dezember, okay. Karte Nummer 1 sagt Königin der Münzen. Spannend, die hatte ich auch übrigens bei den Widdern. Also solltest du jetzt Stier sein mit Aszendent Widder oder umgekehrt, dann ja, spannend, finde ich gut. Oha, dann haben wir die neun Schwerter noch und wir haben die Wiederholung hier. Gucke mal, den Lorbeerkranz auf dem Kopf. Hier haben wir die sechs Stäbe als Wiederholung. Okay, also ich würde mal sagen, dieser Sieg, der ist tatsächlich quasi jetzt schon vorprogrammiert, der ist schon in dir, der wird sich jetzt zeigen, der wird zum schöpferischen Ausdruck, also sichtbar werden. Die Königin der Münzen, das ist eine schöne Karte, weil sie natürlich weil es die weibliche Energie des Münzelements ist. Damit haben wir die Erde. Damit haben wir die materielle Schöpfung, damit haben wir das sich kümmern. Weiblich heißt ja mütterlich und dann kümmert man sich um die Dinge, die man da erschaffen möchte. Man ist auch daran interessiert, das ist natürlich auch Stier, logischerweise mit den Münzelementen, Erde, dass hier sich Werte geschaffen werden, langfristige Dinge. Erde ist nicht schnell, weil Materie ist ja ein etwas langsames Dingens. Und so dauert es, bis die Dinge sich auch wirklich verfestigen und dann auch in der Materie sichtbar werden. Beziehungsweise hier hat man auch natürlich auch einen Weg zurückgelegt. Die Königin der Münzen, das ist aber die, die sich halt kümmert, die interessiert ist, ihre materiellen Dinge auch zu vermehren. Und sie tut da einiges für. Und sie hat auch so was Mütterliches halt. Ne? Sie kocht vielleicht gerne, sie buddelt gerne im Garten und sie umsorgt gerne und tut so einiges dazu, dass die Dinge halt auch am Laufen sind und dass man sich dann halt mit der Familie, mit allem drum und dran wohlfühlt. Negative Aspekte haben wir natürlich mit der Königin der Münzen auch. Ne? Sie kann natürlich auch eine sein, die dann so eine Helikoptermutter ist, die dann wirklich alles genau bewacht und schaut und guckt, ob alles genau so läuft, wie sie das für richtig erachtet. Aber selbstverständlich bist du natürlich in der positiven Geschichte unterwegs und lässt die anderen, deine Schöpfung lässt du frei und erfreust dich dann an den Ergebnissen. Im besten Fall, ne? So, wen haben wir noch? Wir haben hier noch die Neun der Schwerter. Da frage ich mich dann jetzt, was macht denn dir noch so Sorgen und Nöte und Ängste? Was ist denn da, was dich nicht schlafen lässt? Die Neun Schwerter, das ist so eine ätzende Karte, sorry. Also, wenn du irgendein Thema hast, was dich beschäftigt, wo du vielleicht auch hier, ne, wo du noch nicht so ganz ehrlich bisher warst, vielleicht hast du damit noch nicht so rausgerückt, vielleicht behältst du das so richtig schick für dich und der andere darf dann raten, wie es dir geht. Also so nach dem Motto, ja,
Der muss doch merken, dass es mir nicht so gut geht. Der muss doch wissen, wie ich mich dabei fühle und so weiter. Also wenn es hier ein Thema gibt, was dich ja nicht schlafen lässt, wo du wirklich Ängste hast und so weiter, und das geht dabei vielleicht um familiäre Dinge, dann besprich sie mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Dann, wenn das um berufliche Dinge geht, dann vielleicht hast du da eine Vertrauensperson, mit der du diese Dinge mal wirklich erörtern kannst, oder vielleicht sogar auch zu Hause. Vielleicht weiß man gar nicht, wie es dir da geht, und du tust immer nur so, als wenn alles schick und in Ordnung wäre. Ja? So nach dem Motto, ich möchte die anderen ja nicht belasten oder den anderen nicht belasten. Aber ich kann dir eins sagen, Energie wirkt. Und wenn das bei dir in deinem Unbewussten ist, beziehungsweise wenn das bei dir immer am Arbeiten ist, du aber das immer wieder deckelst, dann ist das wie der Ball, den du irgendwie unter Wasser hältst, und irgendwann knallt er nach oben. Den kannst du gar nicht loslassen, halten unten. Das geht nicht. Und dann ist es besser, wirklich auch dem Umfeld, die Menschen, die damit vielleicht auch zu tun haben in irgendeiner Form, denen mal reinen Wein einzuschenken. Oder vielleicht mal wirklich, wenn der Chef jemand ist, mit dem man gut sprechen kann, dass du sagst, Chef, ich brauche mal ein Gespräch. Ich muss mal ehrlich sagen, was hier los ist. Und dass du da mal wirklich auch dann zu dir stehst und dass du dafür sorgst, dass es dir auch gut geht und nicht das Ganze, wie gesagt, immer unterdrückst. Wir haben, das hat eine gute Verbindung hier zu den 7 Schwertern, wirklich wahr. Kann ich nicht anders sagen. Also das können wir nur lösen mit 9 Schwertern, indem wir uns dessen bewusst werden, welches Thema geht es denn um, welches Thema geht es denn wirklich. Und ja, vielleicht geht es auch bei dir darum, dass du halt nicht genug Mut hast, Dinge mal dafür dich einzustehen, dass du sagst, ich lasse das nicht mehr machen, ich möchte da nicht mehr mitgehen, ich kann das nicht mehr verantworten und so weiter und so fort. Also du weißt, wirst wissen, um welches Thema es da bei dir geht. Auf jeden Fall hatten wir hier noch den Sieg. Also hier ist irgendwas wirklich grandios am Werden. Und wenn du da mal schaust, welches Thema es bei dir betrifft, dann wirst du natürlich auch sehr gut aus der Nummer rauskommen. Und ja, aber ohne diese Arbeit an uns selbst werden wir diese Dinge halt nicht lösen können. So ist das halt, ne? So ist dieses Spiel hier. So, jetzt möchte ich gerne noch mal eine Karte mit dem Lenormand haben. Schauen wir mal, was hier für die Botschaft kommt. Für die Stiere, Sonne, Mond, Aszendent, Dezember 2024. Es gibt etwas Neues. Ja, nee, der Storch bringt hier keine Kinder, sondern der Storch steht für Veränderung. Und weißt du, was mir jetzt gerade in diesem Bild echt ganz grandios und ganz fantastisch auffällt? Er schaut hier auf die 9 Schwerter. Ja, also hier gibt es eine Veränderung. Die Sorgen, Ängste, Nöte, die werden sich wahrscheinlich auflösen. Und es fühlt sich für mich jetzt schon an, als wäre es wie ein Durchbruch und wenn der Knoten platzt und dass du wirklich endlich durchatmen kannst und dass das wirklich eine Riesenerleichterung ist. Weißt du, dieses Feuer kann ja auch enorm gebremst werden, wenn wir innerlich nicht frei sind. Ja, dann bist du ja immer irgendwie mit diesen Themen doch noch am Machen und am Tun, und das bringt dich dann auch nicht weiter vorwärts. Also der Storch heißt hier 17, hier gibt es Veränderungen, und tatsächlich heißt es bei dem Storch, im Lenormand, wenn du das große Blatt legst, also nur aus Lenormand-Karten bestehend, dann ist es so, dass die Karten, die neben dem Storch liegen, in der Regel positive Sachen versprechen, beziehungsweise, nee, Moment, nicht, dass ich das falsch erzähle, also es ist so, dass wenn positive Karten neben dem Storch liegen, dann sind es auch positive Veränderungen. Es kann natürlich sein, dass dann eben auch manchmal nicht so tolle Karten da liegen, aber sei es mal dahingestellt, also hier in diesem Fall haben wir mit der 17 auch den Hinweis, auch ich habe etwas gelernt. Weil die 7 steht nämlich auch für das Lernen und für das Lehren. Und 17, ich habe gelernt. Also das ist schon also durchaus ein guter Hinweis darauf, dass du vielleicht auch erkannt hast, um was es da bei dir wirklich geht. Okay, so, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche Reihenfolge ich das bei den Widdern hatte. Aber das macht auch gar nichts, weil ich habe ja immer auch dieselben Karten hier liegen. Also ist nicht wichtig, wie rum. Mein Impuls war jetzt gerade, ich nehme jetzt diese Karten hier, schauen wir, was das Moonology den Stieren hier jetzt erzählt für den Dezember. Upsala, 2024, es sind 4 Karten. Ich nehme die unterste und die oberste. So, okay. Unterste Karte, wen haben wir hier? Zunehmender Haltmoment im Skorpion. Befreie dich von Blockaden. Ja, da sind wir natürlich eindeutig wieder bei den 9 Schwertern. Befreie dich von Blockaden. Sei ehrlich zu dir.
Ja, nur dann befreist du dich auch von diesen Blockaden, weil niemand kann sich von Blockaden befreien, wenn er sie versucht, immer noch zu deckeln, schön zu reden, sich die Dinge nicht wahrhaben zu wollen und so weiter. Und dann hat das meistens mit Selbstwert zu tun, es hat mit Selbstliebe zu tun, es hat auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Diese Dinge werden getriggert und das sind unsere drei Säulen. Und wenn die nicht vorhanden sind, und das ist bei allen Menschen, die im Geburtsdatum keine Eins im Geburtstag haben, als erste Zahl, oder eine 7 oder eine 4. Oder sie haben keine 6 und keine 8 im Geburtsdatum, also und oder. Dann ist immer das jeweilige Thema aufgefordert, dass es entwickelt werden möchte. Das heißt, es ist im Grunde genommen alles da. Es ist ja da. Muss nur entwickelt werden. So, und befreie dich von Blockaden. Damit entwickelst du wieder ein Stück weit und kommst deinem wahren Selbst immer näher. Super spannend. In den Analysen übrigens, wenn dich das interessiert, schreib mich gerne an. E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Dann können wir nämlich auch gucken, wo sind denn da die Blockaden und wo kommen sie her und wie löst man sie? Das ist ja immer noch das Allerwichtigste. Dann haben wir noch zusätzlich, prüfe die Wirklichkeit, Vollmond im Steinbock. Das ist ja natürlich auch super interessant, weil was ist denn die Wirklichkeit? Was ist die Wirklichkeit? Glaubst du, die Wirklichkeit ist dasselbe wie Realität? Wir haben mit dem Wort Wirklichkeit das Wirken dabei. Und Wirken tut sowas wie Ursache und Wirkung. Ja? Und deine Realität muss nicht unbedingt die Wirklichkeit sein. Es ist etwas, die Realität ist sehr individuell, weil jeder Mensch eine eigene Perspektive zu den Dingen des Lebens hat, was auch immer. Beispiel, wir sitzen gemeinsam im Kino nebeneinander und wir gucken denselben Film. Und wenn wir rausgehen, haben wir trotzdem komplett unterschiedliche Filme unter Umständen gesehen, weil die Wahrnehmung eines jeden ganz anders ist und der Fokus ist eines jeden ist ganz anders. Der eine betrachtet diese Szene ein bisschen intensiver, weil sie ihn an etwas erinnert zum Beispiel. Der andere, der achtet gar nicht so sehr auf den Film, dem nervt nur, dass derjenige neben ihm dauernd Popcorn isst und rumraschelt und rumquatscht. Also das sind alles so Dinge, weißt du, da hat derjenige die Realität, da quatscht jemand und das nervt und der andere sagt, oh, diese Szene und dies und das und jenes. Also das sind zwei Menschen im selben Kino mit demselben Film. Und trotzdem unterschiedliche Realitäten. Und die Wirklichkeit, ja, prüfe das. Prüfe das, was für dich wirklich wahrhaft echt ist. Was sollte echt sein? Was ist in deinem Leben wirklich, wirklich wahrhaftig? Und das ist dann die Wirklichkeit. Aber alles andere ist keine Wirklichkeit. Ursache, Wirkung, das ist die Wirklichkeit. Aber nicht dass irgendwelche Erlebnisse und so, solange wir sie aus einer subjektiven Perspektive betrachten, was wir automatisch immer tun, weil wir gar nicht anders können. Objektivität gibt es quasi eigentlich nicht, wenn man es mal genau nimmt. Okay, jetzt lege ich das nochmal ein bisschen anders hin hier. So. Ja, prüfe die Wirklichkeit. Das ist ganz, ganz spannend, das Thema. So, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir noch? Jetzt möchte ich ganz gerne. Oh ja, sehr schön. Ich war gestern auf der Lebensfreude-Messe in Hamburg möchte ich ganz kurz mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Und zwar von Renate Kauderer, was Bäume raunen, habe ich hier ein wunderschönes Orakeldeck gekauft. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was hier die Bäume dir flüstern. Hat auch eine schöne Kartenqualität übrigens. Sonne, Mond, Aszendent, Stier für den Monat Dezember 2024. Was ist hier die Botschaft für die Stiere? Sonne, Mond, Aszendent. Dezember 2024. Da ist der Baum, der Olivenbaum. Versöhnung. Na, das sieht ja gut aus. Versöhnung. So, achso, jetzt muss ich ja noch im Buch natürlich schauen. Ja, vielleicht geht es bei dir wirklich um Versöhnung. Und das ist das, was bisher hier deine nicht ausgesprochenen Gedanken, deine Ängste, vielleicht musst du es auch gar nicht aussprechen, vielleicht wandelst du es auch in dir und dann ist es gar nicht mehr notwendig, es auszusprechen. Wenn man das Thema erkannt hat, dann kann man ganz schnell die Perspektive wechseln und dann schwuppdiwupp sieht das Ganze ganz anders aus. Aber möglicherweise ist es nötig, dass man hier nochmal etwa da irgendwie drüber spricht. So, Olivenbaum, was sagt ihr denn? Ich lese hier nicht alles vor, sondern nur die Orakelbedeutung und die Affirmation. Die Schutzkraft dieses Baumes schafft einen sicheren Raum des Friedens und der Versöhnung. Lange schwelende Konflikte, die dich belasten und tiefe Wunden geschlagen haben, können nun versöhnlich aufgelöst werden, sodass es keine Verlierer und keinen verzehrenden Groll mehr gibt.
Mithilfe dieser Baumkraft gelingt es dir, Mittel und Wege sowohl für dich als auch für andere zu finden, die inneren Frieden bringen. Alte Wunden heilen nun. Manchmal sind dies Verletzungen und kriegerische Auseinandersetzungen, die weit in deine Ahnenlinie zurückreichen. Deine innere Bereitschaft, Harmonie herzustellen oder Ausgleich für erlittenes Unrecht zu schaffen, bringt dich auf eine neue Stufe des Verständnisses, welche deine Seele von alten Fesseln und Bürden befreit. In dieser neuen Phase wirst du auch zum Vermittler und Heiler für andere, denn dein Entwicklungssprung zieht Menschen an, die durch dich zum inneren Frieden gelangen möchten. Betrachte deine Beziehungen, Freundschaften oder deine Partnerschaft. Wo gibt es Unstimmigkeiten? Wo gilt es, Versöhnung herzustellen, fragile Harmonie zu festigen oder Frieden zu wahren? Der Schattenaspekt, der ist natürlich, wenn man die Karten, wenn die umgekehrt kommen, also umgedreht fallen, aber das ist ja bei mir nicht der Fall, weil ich das einfach so nicht damit nicht arbeite. Ich lese ihn aber trotzdem vor, weil es kann sein, dass du dann dich da angesprochen fühlst. Der Schattenaspekt dieser Karte kann andeuten, dass du zu Unentschlossenheit neigst, weil du dich scheust, deine innere Wahrheit standfest zu vertreten, wobei wir hier mit den 7 Schwertern unterwegs sind oder eben auch vielleicht ja und auch möglicherweise mit den 9 Schwertern. Affirmation: Ich gehe versöhnlich auf die Menschen zu. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, Frieden herzustellen. Ja, so sieht das aus. Das ist doch wirklich eine wunderschöne Botschaft. Und was ich hier wahrnehme, ist wirklich auch eine starke Kraft, eine wirkliche innere Feuerkraft. Hier passiert etwas Großartiges und ich glaube, das hat alles miteinander zu tun. Du kannst nicht sagen, ich habe hier ein Projekt am Start, aber in der Familie knatscht es und knistert es, weil es geht ja gerade tatsächlich immer darum, dass wir dass uns diese Dinge gezeigt werden, die wir jetzt gerade mit Pluto im Wassermann, wir können sie einfach nicht mehr deckeln. Wie ich schon sagte, der Ball, den du unter Wasser hältst, den hältst du nicht lange. Und das ist der Fokus auch. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge halt unterdrücken. Es geht darum, dass wir sie anschauen, neutral und nicht mehr wegdrücken. Sonst wir sagen, ja, ich fühle mich hier nicht gut. Ja, das ist ein Thema, wo es um meinen Selbstwert geht. Mein lieber Mann, meine liebe Frau, kannst du mich darin vielleicht auch unterstützen? Wenn derjenige es nicht kann und nicht will und sagt, was hast denn du für einen, was jetzt ein Vogel oder was, hast denn da für eine komische Kartenlegung geguckt? Wenn du da nicht ernst genommen wirst, das ist natürlich nicht schön. Aber trotzdem ist das auch das ein Hinweis darauf, dass du für dich etwas tun darfst. Und was auch immer das dann für dich sein mag. So, das lege ich jetzt mal hier hin. Es kommen nämlich ein paar Karten. Jetzt möchte ich gerne mal schauen, was haben wir denn hier auch für Unterstützung von den Mineralien. Was haben wir hier für eine Unterstützung von den Mineralien für die Stiere? Sonne, Mond, Aszendent, Dezember. Tada, der Obsidian. Okay. Der Obsidian, Heilstein für Heilung und Schattenarbeit. Na, guck mal einer an. Affirmation: Ich lasse los, was mir nicht mehr dient und begrüße Wahrheit und Stärke. Und jetzt merkst du, guck mal, das kommt jetzt wirklich zum dritten Mal. Die 7 der Schwerter. Authentizität ist hier wirklich der Schlüssel für dich für Dezember. Was haben wir auf der Rückseite? Wirkung. Obsidian unterstützt dich dabei, mit Altem abzuschließen, innere Verletzungen aufzuarbeiten und Frieden und Heilung in dir zu finden. Jetzt bin ich noch mal kurz beim 9er Jahr. Solltest du dich in einem 9er Jahr befinden, ist hier auf jeden Fall noch mal eine gute Zeit, um jetzt irgendwie da diesen Frieden herzustellen. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich das im Kollektiv sowieso bei vielen noch unterstützt werden, dass diese Dinge jetzt endgültig gehen dürfen. Schauen wir mal. Charakter. Als Vulkanglas zeigt Obsidian typisch glasige Bruchstellen. Je nach Beimischungen oder Entstehung des Steins zeigt der Obsidian Transparenz, schimmernde Einschlüsse oder Färbungen im Grün- und Braunbereich. Anwendung. Obsidian wirkt auf der geistigen Ebene durch Betrachtung. Für eine körperliche Anwendung kannst du ihn auflegen oder als Schmuck mit Hautkontakt tragen. Und ich zeige dir nochmal, wie der Obsidian aussieht. Und der sieht auch wirklich in Natura so aus. Ja, sehr, sehr schöne Inspiration, wie ich finde. Lege ich auch nochmal hier hin. So, jetzt gucken wir doch mal, was denn dein Schutzengel so noch berichten möchte. Schutzengel, Stier, Sonne, Mond, Aszendent, Dezember 2024. Was ist die Botschaft? Upsala. 2 Stück. Okay.
Wenn die immer so widerspenstig sind, das ist immer. So, okay, wen haben wir denn hier? Auf die innere Stimme hören. Ja, selbstverständlich. Das ist immer ganz wichtig, auf die innere Stimme zu hören. Das ist die Stimme unserer Seele. Und deswegen gilt es auch aus dem Kopf rein ins Herz. Das heißt, oben leise, unten ganz laut stellen. Da gucke ich aber gleich nochmal, was da. Ne, das mache ich jetzt gleich. Die untere Karte bleibt erst nochmal so hier. Auf die innere Stimme hören. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ich lese jetzt, genau, hier ist ja nur, ach so, genau, hier ist nur das. Also, Botschaft für dich. Die Engel senden dir Orientierung und Inspiration durch deine mächtige und mitschwingende innere Stimme. Sei bereit, dieser Stimme jetzt zu lauschen. Höre auf dich selbst. Wenn es dir nicht gelingt, dich selbst zu hören, wirst du die Verbindung blockieren, die dir die nötigen Informationen, Erkenntnisse und Hinweise liefert, um voranzukommen. Solltest du es abgelehnt oder vermieden haben, dich in einer bestimmten oder dich einer bestimmten Sache zu stellen, obwohl du schon lange das Gefühl hast, dass es an der Zeit dafür ist, ermutigen deine Engel, dich innezuhalten, auf deine innere Stimme zu hören und die Sache anzugehen. Deine Entwicklung und dein Wachstum hängen davon ab. Falls du in letzter Zeit herausfordernde Neuigkeiten erhalten hast, versichert dir diese Karte, dass sie ausschlaggebend für deine freie Entfaltung und dein Glück sind. Also höre genau hin. Erweiterte Botschaft. Die Einflüsterungen deiner inneren Stimme sind subtil und es erfordert Geduld und Bereitschaft, sie zu hören. Häufig kommt es vor, dass uns die Wahrheit der inneren Stimme nicht gefällt und wenn wir uns weigern, auf sie zu hören, ach so, Entschuldigung, und wir uns weigern, auf sie zu hören, doch damit blockieren wir die Führung, die uns geschickt wird. Tatsache ist, dass unsere innere Stimme immer zu unseren Gunsten aktiviert wird und die göttliche Führung ist stets liebevoll und unterstützend. Sie wird direkt und aufschlussreich sein, ohne dass wir uns deswegen niedergeschlagen fühlen. Falls du dir nicht sicher bist, welche Informationen dieser göttlichen Quelle entspringen und welche der Angst oder dem Ego, bitte die Engel dir zu helfen, deine innere Stimme wahrzunehmen und auf sie zu hören. Außerdem kannst du die Engel bitten, alte Botschaften zu entrümpeln, um wieder mehr energetischen Raum für neue zu haben. Und du kannst auch dich an mich wenden, wenn du eine Persönlichkeitsanalyse haben möchtest, eine numerologische, weil da schaue ich auch ins Human Design. Und das Human Design sagt dir ganz, ganz easy peasy, wirklich. Wenn du auch da mit den Engeln nicht weiterkommst, zum Beispiel. Ne? Das Human Design sagt ganz klar, hier die Instanz, diese innere Autorität ist die, die für deine Entscheidungen maßgeblich ist. Jeder Mensch hat eine Instanz in sich, eine Autorität in sich. Und bei dem einen ist das, der ist blitzschnell mit seinen Entscheidungen und da stehen andere da und sagen, wie kannst du so schnell entscheiden? Kannst du nicht mal, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Ja, und der sagt, nö, das ist in Ordnung so, ich bin da halt so schnell unterwegs. Ein anderer, der muss tatsächlich eine Nacht drüber schlafen, weil der braucht die emotionale Klarheit. Und wieder ein anderer, der hat in seinem Bauch die Stimme und die sagt dann ganz klar, oder Das findet man alles raus. Das ist wirklich super spannend. Und wenn wir wissen, wie wir uns richtig entscheiden, meine Güte, da ist schon mal echt, das ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Du musst natürlich dieser Entscheidung auch folgen. Und du wirst sicherlich anhand deiner eigenen Biografie rückwärts gesehen genau wissen, wenn ich das so gemacht habe, auf die Instanz in mir gehört habe und das so gemacht habe, dann war es immer richtig. Oder wenn ich nicht drauf gehört habe, dann bin ich leider auf die Nase geflogen. Das sind diese Dinge, die in uns angelegt sind. Ja, das ist alles in uns angelegt. Und idealerweise finden wir das natürlich heraus und wissen auch, wie wir diese Blockaden lösen. Also wie gesagt, wenn du mehr Info möchtest, dann schreib mich gerne an. Unter tarot-zahlenmagie@gmx.de findest du unten auch in der Videobeschreibung, weil es einfach so elementar für einen glücklichen Weg ist, wenn wir wissen, wie wir uns entscheiden, welche Talente, welche Fähigkeiten, welche Blockaden, wie löse ich sie und so weiter. Also das nochmal so als Hinweis. Ich weiß einfach, wie wertvoll das ist. So, jetzt habe ich hier noch ein Kartendeck für dich. Und zwar, jetzt haben wir die aufgestiegenen Meister, die jetzt auch nochmal ein Wörtchen mitreden möchten. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, hier ist ja noch ein drunter. Jetzt hat bestimmt der ein oder andere schon gemerkt und gesagt, hey, da fehlt noch eine Karte. Jawohl, danke für den Hinweis. Intuition und Downloads passt ja auch wieder ganz hervorragend. So, dann werde ich doch jetzt hier mal schauen,
was die Intuition und Taunus, ja, die war da so gut drunter, die habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen. Also, Intuition. Mann, das wäre aber peinlich geworden. So, Intuition und Taunus. Botschaft für dich: hell klingende oder schrille Geräusche, Lichtflackern oder das Gefühl, dass Wesenheiten dich im Schlaf besuchen. All dies sind Zeichen, dass du Informationen wie über einen Download direkt vom Himmel empfängst. Wenn du diese Karte ziehst, möchten die Engel dich wissen lassen, dass deine Wahrnehmungen und deine Intuition göttlich inspiriert sind. Das ist hier nochmal eine richtig schöne Ergänzung zu der ersten Karte, wie ich finde. Falls du das Gefühl hast, außersinnliche Erkenntnisse bezüglich einer bestimmten Situation gehabt zu haben und du nicht sicher bist, ob du ihnen vertrauen kannst, bestätigt dir diese Karte, dass sie tatsächlich zutreffend sind. Derzeit bist du in der Lage, jenseits der fünf menschlichen Sinne zu sehen, zu hören und zu fühlen. Deine Intuition wird stärker und du bist in Kontakt mit Engeln, geistigen Führern und anderen göttlichen Wesenheiten, die dein Wachstum und deine Verbindung mit dem Universum fördern. Das ist großartig, weil es gibt wirklich so, so viele, und ich bekomme das ja auch immer wieder mit, die haben diese Zugänge. Die haben die Zugänge zum Astraltor, die können mit Wesenheiten sprechen, die haben die Akasha quasi mit im Gepäck und können da extrem leichten Zugang finden. Ich meine, wir können das alle. Wir können uns alle in die Akasha begeben, Verbindung aufnehmen und unsere Antworten runterladen. Aber es gibt auch Menschen, die haben damit eine Aufgabe. Und wenn du schon lange weißt, dass du bestimmte Zugänge hast, dann ist das nicht einfach so dir mit, oder hast du dir nicht so mit ausgesucht, sondern damit hast du dir eine Aufgabe auch gestellt und die gilt es logischerweise zu erfüllen. Ganz, ganz klar. Das ist nämlich ein Riesenpotenzial und dieses Potenzial, wenn du es lebst, wird es dich erfüllen, weil das ist nämlich sein Job. Wir bringen nichts mit, aber wirklich gar nichts mit, was uns in irgendeiner Form nicht erfüllt, weil das ist der Plan, das ist die Idee dahinter. Und ja, das Göttliche möchte sich durch uns ausdrücken. Und deswegen haben wir diese Geschichten halt uns mitgebracht. Alle möglichen Talente, Fähigkeiten, egal was es ist. Der eine schreibt ein Buch, der andere hat eine riesen Freude dran, keine Ahnung, Flugzeuge zu konstruieren. Es ist alles da, es ist alles erlaubt und es ist alles erwünscht, weil es alles der Schöpfung dient. Und alles, was dem nicht dient, ja, das sehen wir auch zum Teil jetzt gerade in der Welt und in uns selber, aber aufzuräumen ist unsere allererste Pflicht, weil innen wie außen. So, jetzt kommen die aufgestiegenen Meister. Jetzt bin ich mal gespannt, wer sich hier zeigt. Wer hier eine Botschaft hat für dich, Stier, Sonne, Mond, Aszendent. Welcher aufgestiegene Meister zeigt sich hier? Der. Moment. Auch schon wieder zwei. Also einmal die Atlanta. Schwingung der Evolution, Vermächtnis, Technologie, Fortschritt, Beschleunigung. Ja, jetzt, ich vergesse es nicht, was da drunter steht. Ich muss mir jetzt nur das Buch nochmal schnappen. So, die andere Karte, das ist ja die, die schaue ich jetzt noch nicht an. Und den lege ich jetzt erstmal hier hin. Schau mal, was er uns mitzuteilen hat. Oder die Atlanta besser gesagt. Was haben die Atlanta uns mitzuteilen? Die Legende besagt, dass Atlantis eine fortschrittliche Zivilisation war, die vor Tausenden von Jahren im Zentrum des Atlantischen Ozeans existierte. Seine Bewohner waren hochentwickelt und zeichneten sich durch mannigfache spirituelle Gaben aus. Sie waren telepathisch veranlagt, hellseherisch und bekannt für ihre Fähigkeit, die Gesetze der Wissenschaft und Natur mit Spiritualität zu vereinen, um Technologien zu entwickeln und den Himmel auf Erden zu erschaffen. Aber irgendwann auf dem Weg dorthin vergaßen viele von ihnen ihre Gaben und spirituelle Verbindungen zu würdigen, was zu einer großen Naturkatastrophe führte, die ihre Zivilisation auslöschte. Die Atlanta dieser Karte sind jene, die weiterhin ein spirituell integres und bewusstes Leben führten. Als es mit Atlantis zu Ende ging, stiegen viele dieser Wesen in eine höhere Dimension auf und wirken heute als eine Gemeinschaft hochentwickelter Seelen, die, genau wie die Engel, mit Menschen verbunden sind, die den spirituellen Weg folgen und ein Vermächtnis des Lichts zurücklassen wollen. Deine Botschaft. Du agierst visionär und wirst ein Vermächtnis der Heilung und des Lichts zurücklassen. Denke jenseits von Beschränkungen und achte auf deine Zukunft sowie jene deiner Angehörigen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Atlantische Energie hilft dir, deinen Weg mit der Entwicklung deiner Seele und deiner Familienlinie in Einklang zu bringen. Jetzt heißt es, alte Lebensweisen und Muster hinter sich zu lassen, was es erschwert, sich zurechtzufinden, doch auf lange Sicht wird es sich lohnen.
Ideen, kreative Energien und neue technologische Konzepte tauchen jetzt überall um dich herum auf. Wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten und über die Zukunft nachzudenken, solltest du sämtliche langwierigen Ansätze über Bord werfen und dich auf das Wesentliche konzentrieren. Du befindest dich in einer Zeit des Wandels, daher musst du mit dem Widerstand von alten Energien und deinem Ego rechnen. Wenn du dich herausgefordert fühlst oder Wachstumsschmerzen hast, wisse, dass du auf dem richtigen Weg bist. Halte durch. Großartige Botschaft, oder? Jawohl, wir haben immer Unterstützung, wir sind nie alleine. Du musst bloß mal die geistige Welt anrufen und sagen, hey Leute, ich brauche mal Unterstützung. Und keine Energie wird dich irgendwie, wird irgendwie sagen, nö, ich habe jetzt gerade was Besseres zu tun, ich möchte jetzt mal Zeitung lesen oder so. Ne? Also du hast immer Unterstützung und dementsprechend lade sie in dein Leben ein und habe Vertrauen. Die blauen Wesen, Lichtübertragung, geheilte Wunden, wichtige Informationen, aufladen. Wow, das ist ja auch spannend. Blaue Wesen. Dann schaue ich doch mal, was es mit diesen blauen Wesen auf sich hat. Diese Wesen sind unter vielen verschiedenen Namen wie Außerirdische, Sternenmenschen, Sternenahnen oder Himmelsmenschen bekannt. Wie immer man sie nennt, in jedem Fall sind sie göttlich inspirierte, hochentwickelte Wesenheiten, die in Dimensionen existieren, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Diese Dimensionen sind alternative Realitäten und liegen so weit in der Zukunft, dass diese strahlenden Wesen weit über das hinausblicken können, was uns heute Sorgen macht. Diese Wächter des Kosmos sind wie Engel, da sie ein Ausdruck des Göttlichen sind, verbunden mit dem Herzen der Quelle. Sternenmenschen existieren in vielfältiger Form und in diesem Fall erscheinen sie als blaue Wesen. Sie sind hier, um dich energetisch an ihre heiligen Rückzugsorte zu bringen, damit du geheilt werden kannst. Sie kommen in Frieden und strahlen das höchste Licht und Frequenzen aus, die dir auf allen Ebenen der Heilung helfen können. Sie wirken auf der Quantenebene und können so mit ihrer Energie die Ursache jeder Erkrankung ans Licht holen und vollständig heilen. Deine Botschaft. Wenn sich alles zu viel oder intensiv anfühlt, wisse, dass jetzt sanfte Hände des Lichts auf dir ruhen. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich an einen sicheren Ort zurückzuziehen, wo du deine Energie reinigen und neu aufladen kannst. Es gibt keinen Grund, dich deswegen schuldig zu fühlen. Du musst nicht ständig im Rampenlicht oder im Dienst anderer stehen. Jetzt ist nicht die Zeit, dein eigenes Wohlbefinden zu opfern, um für andere da zu sein. Gönne dir Zeit, neue Kraft aufzuladen, zu reflektieren und zu überprüfen, wie du dich wirklich fühlst. Dies ist eine zutiefst heilsame Zeit für dich. Vielleicht bist du schon seit langem auf diesem Weg und hast wundersame und heilende Momente erfahren. Doch jetzt tauchst du tiefer ein. Es geht um die Heilung von innen heraus. Schau mal, ich habe hier die 6 Kelche. Der Blick, der wohlwollende Blick in die Vergangenheit. Es geht um die Heilung von innen heraus. Sei offen, um neue Informationen zu erhalten und Erkenntnisse über dein Leben zu gewinnen, was zu einem tieferen Gefühl der Ganzheit und Verbundenheit mit dir selbst führen wird. Kosmische Wesenheiten umgeben dich nun und zeigen dir den Weg auf dieser sich immer weiter entfaltenden Reise deines Lebens. Ich habe das jetzt extra so ausführlich gemacht, weil ich das als, ja, soll ich sagen, für mich, ich hatte so den Impuls, das ist wichtig und ich hoffe, dass das hier für dich auch wirklich hilfreich und unterstützend war oder ist, weil ich sehe doch, hier sind irgendwie noch so tief sitzende Ängste, Nöte, irgendwie Dinge, wo man sich nicht traut und so weiter, weil man vielleicht um die Konsequenzen fürchtet, die das haben kann, wenn man da eben auch das ausspricht und das für sich einfordert und so weiter. Aber letztlich ist es so, wie oft haben Menschen schon gesagt, ja, wenn ich damals nicht das gemacht hätte oder wenn ich nicht dort gewesen wäre und ich nicht da mal, keine Ahnung, so auf die Nase gefallen wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und so weiter. Und das Leben wurde danach schöner, das habe ich gerade neulich gehört. Da habe ich mich endlich getraut und ja, das hätte ich mal schon viel eher tun sollen. Also halte dich nicht zurück, wenn du merkst, da ist etwas, was drückt, was kneift und was einfach irgendwie, ja, auch nicht mehr zurückgehalten werden möchte, weil es einfach in Heilung möchte. Ne? Es möchte in die Heilung kommen. So, jetzt mache ich hier nochmal kurz ein bisschen Platz. Jetzt kommt nämlich die letzte Karte. Eine Affirmation aus der Schatzkammer deiner Seele. Für die Stiere, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat Dezember 2024. Ah, da ist sie schon. Selbstheilung. Ich aktiviere jetzt meine Selbstheilungskräfte. Hier für dich auch nochmal wunderschön, kraftvoll,
dieser Affirmation. Ich aktiviere jetzt meine Selbstheilungskräfte. Wunderschön. So, welch ein Farbenmeer hier. Okay. Ja, und das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die Dezemberbotschaft für die Stiere 2024. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du likest, kommentierst, Kanal abonnierst und auch gerne dieses Video teilst, damit es auch weitere Verbreitung findet. Und ja, interessant. Also ich bin immer noch so in dieser Energie drin und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute für den Dezember, natürlich auch sonst, und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Alles Liebe dir. Namaste.